Ronaldo. Mein Name ist Franz Krull und ich bin bei Blau-Weiß Dörpen zuständig für die inklusive Sportgruppe. Wir machen das seit Mai 2016 und das Besondere daran ist meines Erachtens, dass wir nicht nur Inklusion machen, sondern auch Integration. Wir haben 6 Iraner dabei, die von Anfang an mit dabei sind und ohne die wir das gar nicht durchführen könnten. Also die Kinder und Jugendliche, die sind zwischen 4 und 14 Jahren. Die Sachen, die wir hier machen, sind mit Sicherheit leichter. Der Leistungsgedanke spielt bei uns überhaupt keine Rolle. Es geht nur darum, dass die Kinder Spaß haben. Wenn man das Lachen sieht in den Gesichtern der Kinder, ist alles okay. Und wir haben 367 Vereine. Also mein Name ist Hermann Wilkens und ich bin der Vizepräsident beim Kreis Sportbund und zuständig für Sportentwicklung. Und wir sind froh für jedes Projekt und jedes Vorhaben, was die Vereine machen. Und deswegen unterstützen wir das heute mit einer Tafel, dass für alle sichtbar wird, dieser Verein ist migrantenfreundlich, ist inklusionsfreundlich, integrationsfreundlich, offen für die Gesellschaft, so wie moderne Vereine heute geführt werden. Ja, mein Name ist Josef Zumsande. Ich bin der erste stellvertretende Bürgermeister in der Gemeinde Dörpen. Wir sind stolz darauf, dass unser Sportverein Blau-Weiß Dörpen vom Kreissportbund ausgezeichnet worden ist mit der Indus-Plakette. Diese Plakette erhalten nur Vereine und Gruppen, die sich um Integration durch Sport bemühen. Und wir haben hier in Dörpen eine von Franz Krull ins Leben gerufene und geführte Gruppe, die sich sehr intensiv um die Integration durch Sport bemüht. Ja, mein Name ist Andreas Fischer. Ich bin Fachbereichsleiter der Caritas-Werkstätten Nördlich-Emsland und heute als Vertreter hier für Herrn Mieska vom St. Lukasheim. Weil ich habe heute hier was erlebt, das habe ich in der Form noch nicht gesehen. Also ich war sehr beeindruckt A, von der Gruppe und von der Zusammensetzung der Gruppe. Es waren sehr, sagen wir mal, junge Sportler mit und ohne Behinderung und aber auch natürlich Menschen mit einem Immigrationshintergrund waren dort. Und ich finde, das ist was ganz Besonderes. Also junge Menschen zusammenzubringen mit Menschen, die zu uns gekommen sind aus dem Ausland, finde ich, ist Inklusion und natürlich Integration in einem. Und das, finde ich, ist ein Beispiel, daran könnte sich auch die Gesellschaft nochmal orientieren und zu gucken, was passiert eigentlich hier. Und ich glaube, das ist auch eine gute Voraussetzung für die Gesellschaft insgesamt, für die Zukunft unserer Gesellschaft, die solche Dinge, glaube ich, braucht, um sich auf die Anforderungen einzustellen, die in der Zukunft auf uns zukommen. Mein Name ist Anna Sievers, ich arbeite im St. Lukasheim und bin dort für das Projekt Indus Inklusion durch Sport im Emsland zuständig. Die Kooperationspartner vom Projekt Indus sind das Christophorus-Werk in Lingen, das Vitus-Werk in Meppen, der Kreissportbund in Sögel und das St. Lukasheim aus Papenburg. Also es wäre wirklich toll, wenn sich weitere Vereine dem Projekt Indus anschließen. Wir kommen gerne in den Verein, führen einfach mal unverbindliche Gespräche, tauschen uns aus, welche Dinge es schon gibt in den Vereinen, welche Möglichkeiten man vielleicht gemeinsam auch noch schaffen kann.